Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spezialobjekt von mir. Ja, ich möchte euch einmal Minecraft zeigen. Die Betonung liegt auf zeigen. Ich möchte es nicht spielen, weil wenn ich es anfange zu spielen, kann ich wahrscheinlich nicht wieder aufhören, weil ich habe das Spiel eine Zeit lang sehr gesuchtet. Und das möchte ich im Moment nicht mehr. Das halten meine Nerven einfach nicht aus, wenn ich jetzt Minecraft anfange zu spielen. Aber das Besondere an diesem Minecraft-Spezial ist, dass das ein alter, mindestens 7 oder 8 Jahre alter Spielstand ist. Auf dem USB-Stick habe ich den, glaube ich, 2012 draufgepackt. Beziehungsweise die Datei, die ich gesichert habe, ist von 2012. Das könnt ihr euch also ausrechnen. 7 Jahre alt. Etwas über 7 Jahre alt. Ich glaube von April 2012. Ja, das heißt, ich möchte euch einfach nur versuchen, die Welt zu zeigen. Ich hoffe, es funktioniert. Weil ich nicht weiß, ob die alten Spielstände mit dem Minecraft, was es jetzt gibt, also den 1.14.4, ob es damit funktioniert. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Wenn das jetzt nicht klappt, muss ich halt die Session beenden. Das Einzige, was ich gerade gemacht habe, bei den Optionen mal einmal den Sound etwas runtergedreht. Ich hoffe, dass das... Ich mache es noch ein bisschen weniger. Ich hoffe, dass das gut ist. Und dass ihr mich dann gut versteht. Also, nicht spielen, nur zeigen. Ich hoffe, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das die Monster ein- oder ausgeschaltet habe. Ich weiß gar nichts. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Und vor allen Dingen, ob der Spielstand noch funktioniert. Singleplayer. Testworld. Mann ist erste Welt. Okay, die habe ich heute in diesen Save-Ordner reinkopiert. Also deswegen steht da vom 28.08.19. Aber das wollen wir spielen. Play Selected World, nein, keine neue. Play Selected World, genau. Bin mal gespannt, wo ich damals aufgehört habe. 2012 habe ich damit aufgehört. Wir haben ein Diamantschwert. Oh je, da geht schon das Theater schon los. Wo sind wir denn hier? Ach, das ist eine Falle. Ja, da habe ich anscheinend eine große Falle gebaut. Was heißt anscheinend? Also ich habe eine große Falle gebaut. Und zwar muss die mehrstöckig sein und dann fallen die hier irgendwie runter, die Monster. Ich kann mich noch daran erinnern, das hat mich einiges an Schweiß gekostet. Die Monster fallen hier runter und werden dann hier durch den Lavastrom gekillt. Ich bin davor gewarnt worden, es gibt jetzt wohl kleinere Monster, die eventuell durchschlüpfen und das überleben. Gucken wir mal einen Moment zu. Sinn der ganzen Sache war, soweit ich mich daran erinnern kann, Material zu farmen. Wir werden gleich mal hier den Weg verfolgen und gucken. Ich möchte mal einmal was nachschauen. Nicht böse sein, Optionen. Wollte ich nochmal. Sicherheit normal. Ja, müssen wir mal gucken. Ein Monster scheint trotzdem zu kommen.
Ja, auf jeden Fall ist das so, dass die dann runterfallen. Dann geraten die in den Lavastrom, verbrennen und fallen hier dann runter. Da müssten die hier, oder unten haben sich schon welche gesammelt. Die sind nicht alle verreckt. Warum auch immer. Vielleicht zu klein oder was. Hoffentlich sind das keine Baby-Creepers oder oh je. Ach, hier funktioniert der Schalter. Das ist prima. Hier habe ich einen Fußschalter. Was haben wir denn hier so drin? Ah, ja, das so, ja, genau. TNT, Steine. Ach, darum müssen wir gucken. Flint. Snowball. Paper. Oh, der Snowball hat aber lange gehalten, mein lieber Mann. Ah ja. Clay. Jede Menge Material. Sticks. Flint. Yellow. Was ist das? Yellow Day? Die? Lapis Lazuli. Waffen. Iron Ingot. Diamanten. Bleibt mir bloß von der Pelle. Ach, das ist mein eigenes Inventar. Ist das Cooked? Gekochter Fisch, das ist schon gut. Ah, hier irgendwas drin hier? Nein. Schön friedlich bleiben. Alles heile lassen. Nervt mich nicht. Damit geht's auf, mit der rechten Maustaste. Hier habe ich noch Rails, also Schienen. Noch ein bisschen Werkzeug. Dirt. Sandstone, Gravel. Oh, nee, ich beschäftige dich damit nicht, Manni. Nein, das bringt nur Unglück. Darfst du nicht. Finger weg. Ja, mal gucken, ob da noch irgendwo was drin ist. Creeper sind hoffentlich friedlich. Ja, ich habe den Spielstand gesichert, also da kann mir nichts passieren. Wenn die mir hier alles kaputt hauen, dann muss ich halt alles reparieren oder einfach neu laden. Ah, ich kann mich daran erinnern, da ist mir doch so an Monstern so einiges durchgegangen, da sind sie durch. Aber verrecken nicht. Haben wir Kohle, Glas, ja, Glas war wichtig. Ja, ist auch mal ganz interessant reinzugucken. Nur reingucken, nur gucken, nicht anfassen. Ja, hier funktioniert der Fußschalter. Draußen gucken wir nachher mal, gucken, wie das hier weitergeht und ob die da verrecken. Ach, hier funktioniert der Fußschalter auch noch. Das ist schön. Wunderbar. Haben wir denn hier... Ah, hier habe ich wahrscheinlich was zum Angeln gemacht. Genau. Hier geht es runter in die Katakomben. Aber das gucken wir uns, glaube ich, mal später an. Ich bin mir nicht sicher, ob das da unten sicher ist. Ach, wir wollten noch was anderes machen. Hier wollten wir noch gar nicht hin, glaube ich. So, Entschuldigung, aber da. Geht's noch nicht hin. Hier auch wieder Fußschalter, funktioniert. Da drüben habe ich auch was gebaut. Da hinten sieht man meine Bahnschiene. Da bin ich mal gespannt. Ich habe die unheimlich lang in Erinnerung. Ich hoffe, dass ich es nicht übertreibe, aber ich glaube, so eine Viertelstunde, 20 Minuten ging die. Auch die werden wir mal abfahren bei Gelegenheit.
Wie gesagt, ich mache da nur eine Miniserie raus. 2, 3 Folgen, vielleicht 4. Mal gucken, was es zu zeigen gibt. Und dann ist es das hoffentlich gewesen. Und ich bin nicht wieder angefixt. Ja, hier wollte ich rein. Ja, Sinn der Sache war damals, dass das Material dann hier ankommt von den Monstern. Dann hat man das eingesammelt, da hat man sich ja einfach eine Zeit lang reingestellt. Man hatte ja Spaß an seiner Anlage und dann hat man halt die Sachen, dementsprechend hier Pfeile zum Beispiel, eingeräumt. Pfeile haben wir genug dabei. Was gab es denn noch Gutes? Hier war nur ein Ofen, ne? Ja, nichts drin. Ja, halt entsprechend die Waffen, was so gekommen ist. Oh, ich habe sogar einen Kompass. Weiß gar nicht, ob die Map noch funktioniert. Ich glaube, die musste man ewig neu. Glowstone. Ich glaube, mir ging es hinterher nur noch um die Pfeile für die Waffen. Schießpulver. Das hatte ich, glaube ich, noch gesammelt. Ah ja, Gold natürlich. Ach, blöd, Mann. So. Was hatte ich noch gesammelt? Federn, ja, genau, für die Pfeile. Obwohl, das war auch Blödsinn, wenn man genug Pfeile gesammelt hatte. Dann brauchte man eigentlich keine Federn mehr. Knochen, String, also die Seile oder Bänder, Knochen, jawohl. Verrottetes Fleisch, ein Steak, ein Bett habe ich hier noch. Ach ja, genau, wo ist überhaupt unser Schlafplatz? Also hier unten scheint er nicht zu sein. Wo ist denn unser Schlafplatz? War das dann nur die Falle? Hatte ich hier keinen Schlafplatz? Alles schön da drin bleiben. Na, kein Blödsinn machen. Er sauft schön. Dann ist das gut. Ja, das Wasser alles in die richtige Flussrichtung zu bringen und so weiter, das war noch unheimlich schwierig. Also für mich damals auf jeden Fall. Da habe ich wirklich lange für gebraucht. Aber anscheinend kommen da unten keine Waffen oder sowas mehr an und Knochen. Das war das. Das können wir mal eben gucken, ob das Gunpowder war. Ich glaube, das Gunpowder, das war von den Creepern. Ach, ich weiß nicht mehr, wie kann man denn ins. Ach so, mit E. Was war das? Ja, ich glaube, Gunpowder war das, was wir da jetzt eingesammelt haben. Aber das ging hier, wie gesagt, am laufenden Band. Sammeln, sammeln, sammeln. So, jetzt gucken wir mal, wo wir unseren Schlafplatz haben, was es noch zu sehen gibt. Ich muss da hinten noch mal kurz gucken. Schön verrecken da unten. Und zack, ist er weg.
Schön friedlich bleiben, nichts kaputt machen. So, der Fußschalter funktioniert. Jetzt weiß ich nicht mehr. Wie war das nochmal? Na, ein bisschen Fallschaden haben wir genommen. Hoffentlich ist das noch alles sicher. Ausgang hatte ich mir hier markiert. Lava da drüben, da hatte ich mir was markiert. Ja, eine unterirdische Kiste. Aber dann hier Sattel. Roher Fisch. Golden Apple, Kohle, Brot. Na, Brot können wir mal mitnehmen, können wir vielleicht mal essen. Was ist da drin? Diamanten, Redstone Dust, Lapislazuli, Kohle, Sticks. Flint. Eine Werkbank ist das. Ja. Hier noch irgendwo was drin. Gold ist hier fertig geworden. Nein, nicht. Du willst doch nichts anpacken. Manni, lass das doch. Das ist böse. Ganz, ganz böse ist das. Ich räum's nur weg. Scheiße. So, hier. Hat ich nicht weitergemacht. Alles schön ausgebaut hier. Was in manche Ecken. Weiß ich nicht. Ja, hier wollte ich, habe ich nicht weitergemacht, weil ich mir da ein Schild hingemacht habe. Lava, dann war mir das hier wahrscheinlich zu gefährlich. Ich war immer so ein kleiner Schisser. So, wo ging es denn hier noch weiter? Auch überall irgendwas hingestellt. Öfen, das ist leer. Da ist auch nichts drin in der Werkbank. Ja. Die müssen wir mal genau erkundigen. Ich glaube nicht, dass ich unten meinen Schlafplatz habe. Aber hier habe ich jedes Mal, hier ging es dann wieder nicht weiter. Ich glaube, tiefer konnte man ja nicht. Ich glaube, das ist der Endstein, ne? Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ja. Aber ich glaube, da ging es nicht weiter. Jo, da habe ich auch hier erstmal aufgehört. Ich glaube, das war ein Zeichen für mich, dass es da gefährlich ist, dass ich da nicht weitermachen wollte. Hm.
Na, ich glaube, das war ein Alarmzeichen für mich. An der Wand Fackeln waren 4 Stück. Da war, glaube ich, für mich die Welt vorbei. Da habe ich dann nicht weitergemacht. Genau, hier war auch Schluss irgendwie für mich. So. Ausgang. Türen. Eieieiei. Ist ja im Grunde genommen egal, was ich euch einmal zeige. Ich wollte jetzt noch einmal gucken, was ich hier unten überhaupt gemacht habe. Ob ich hier unten einen Schlafraum gemacht habe oder was. Ob ich irgendwas Besonderes noch gebaut habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Müsst ihr entschuldigen, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. War das hier ein Ausgang? Ich glaube, hier war irgendwas Unheimliches. Da gab es komische Geräusche. Ja, hier hatte ich das dann versucht weiter auszubauen, glaube ich. Heute zu gucken. Aber erstmal. So, ist da nichts. Lange Gänge. Lange Gänge. Habe ich da was mit dicht gemacht oder was ist das? Ein Stein mitten in der Gegend. Wie hat man den nochmal eingesammelt? Keine Ahnung. Was da passiert ist, weiß ich nicht. Sieben Jahre her. Ja, ich weiß noch. Ich habe überall. Nein, falsch. Da habe ich nichts drin. Das habe ich schon leer gemacht. Ja, man kann hier überall gucken. Das war, glaube ich, der Endstein, dieser harte Stein, den man nicht verarbeiten konnte. Ne? Da war, glaube ich, Schluss. Da war irgendwas da oben. Ja, Kuckuck, hallo. Hier kommen wir nie wieder weg. Was war das hier noch? Ja klar. Müsste die Monster, glaube ich, ein bisschen lauter machen wieder. Dass man die mal hört. Aber ist egal. Ich hab's ja, glaube ich, auf Safe stehen. Ich weiß gar nicht, dass alles auch nur so funktioniert. Ah, da bin ich wieder.
Oh, Slime. Weiß gar nicht, waren die gefährlich? Oder nur lästig? Slime, Slime, Slime. Oh, ich glaube, die waren gefährlich, ne? Ah, das habe ich immer geliebt, dieses automatische Aufsammeln. Das fand ich immer klasse. Da ist wieder dieser blöde Stein. Hier war der Ausgang. Ja gut, also hier unten geht es bestimmt noch einiges weiter, aber das machen wir mal ein andermal. Die Gänge alle noch mal erkunden. Das war Nummer 6, ne? Wie isst man denn noch mal? Ach so. Wie viel braucht man denn? Ach, da braucht man gar nicht viel. Gut. So. Gehen wir mal gucken, was unsere Falle macht. Was ist das denn? Ach, es regnet. Es regnet und regnet. Die Erde wird nass. Ach, ich schwitze, liebe Leute, ich schwitze. Irgendwie unheimlich drückend im Moment. So. Ah ja, das war jetzt so eine Falle hier. Die sind alle so dann aufgebaut. Fallen die rein und dann fallen sie da durchs Loch in der Mitte. Fallen ins Wasser, das ist Sinn der Sache. Ob das noch neuester Stand der Sache ist, der Dinge ist, weiß ich nicht. Da habt ihr das gerade fallen sehen. Aber erstmal raus hier. Meine Bahnstrecke. Was haben wir denn hier noch alles drin? Ja, Minecart, Flint, das Übliche halt. Minecarts habe ich zwei eingesteckt. Oh, Yellow, die Poppy, was war nochmal Poppy? Ach, Blumen, ne? Ja. Kaktus. Snowball. Die haben auch lange gehalten, die Snowballs. Also auch klasse. Diamanten, Spitzhacke, Rails.
Wie war das System nochmal? Ich glaube, das hier bremst er dann. Genau, weil es ist nicht eingeschaltet. Stone. Ja, die Bahnstrecke, die machen wir ein andermal. Ich hoffe, dass er noch heile ist, nicht kaputt ist. Und dann können wir da mal los. Ja, da oben runter, Minecart, reinhüpfen und dann ging das hier zur Sache. Lavalampen. Habe ich Lava reingepackt. Halt, das war auch so eine Fummelei. Wie gesagt, weiß gar nicht, ob das alles noch funktioniert. Ich habe meinen Schlafplatz immer noch nicht gefunden. Wo habe ich denn immer geschlafen? Beziehungsweise, wo war mein Bett denn? Also, hier ging das los. Ja, mein Card drauf und dann anschieben und dann dran lang. Bin ich aber immer noch nicht schlauer. Nur nichts hier anklicken oder sowas. Karate-Schule Däumling, ja. Ein Werbeschild. Karate-Schule Däumling. Ja. Geh mal runter. Ich habe mein Bett immer noch nicht gefunden. Wo? Ach, der Fußschalter. Weiß gar nicht, warum ich von innen Fußschalter gemacht habe. Damit die Monster auch noch da rauskommen wahrscheinlich, ne? So, aber ja, das ist schon sehr hoch. Mal genau gucken, irgendwann wie hoch, wie viele Etagen das genau waren. Wie habe ich das denn gemacht? Irgendwie ging das doch auch dann noch weiter Treppe auf, oder nicht? War dann hier schon Schluss mit der Treppe? Oder habe ich das irgendwo weitergemacht? Ich weiß es nicht mehr. Aha, hier. Warum habe ich denn hier keine richtige Treppe gebaut? Hier auch wieder der berühmt-berüchtigte Fußschalter funktioniert. Keine Monster drin. Ich habe das wahrscheinlich so dämlich gemacht. Hier. Wie viele Etagen hatten wir denn jetzt? Zwei, das ist die dritte, glaube ich, hier, ne? Scheint alles noch mit dem Wasser zu funktionieren. Ja, das ein oder andere haben sie kaputt gemacht. Da sind so ein paar Ecken raus. Aber die sollen uns jetzt nicht interessieren. Und die mache ich auch gar nicht heile. Weil ich will ja gar nicht bauen. Weil Bauen ist böse. Da habe ich auch noch irgendwas gebaut. Da ist noch was. Ach, da habe ich irgendwas Landwirtschaftliches. Da ist noch was. Da hinten ist noch was Riesiges. Oh, Leute, da haben wir aber noch einiges vor uns. Wo hier waren wir, glaube ich, drin. Da haben wir kurz reingeguckt. Ah, es.
Da hinten ist eine Spinne. Die habe ich da unten überhaupt noch nicht gesehen. Schnell raus. Weg. Ja, Manni. So, hier hoch. So, das ist jetzt oberhalb der Falle. Auch noch mal ein Teil der Bahnstrecke. Geht da hinten rüber. Da hinten geht's rüber, einmal rundrum. Blöde ist, ich weiß wirklich nicht, ob sie noch heile ist. Aber wie gesagt, das werden wir einfach ausprobieren. Dann lassen wir es drauf ankommen. Wie gesagt, ich will es ja nicht spielen. Wenn ich dann sterbe und im Bett wieder lande, ist auch nicht schlimm. Da hinten geht's rüber. Wie habe ich das denn nochmal? Ach, ich weiß nicht mehr. Ist das denn da hinten auch eine Falle gewesen? Ich glaube, da drüben ist auch eine Falle. Das habe ich auch als Falle gebaut, glaube ich. Kann sein, dass ich da hinten mein Haus gebaut habe. Weil da unten sind Schafe drin. Oder Kühe. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Muss ich gleich mal sehen. Wir wollen mal gucken. So, und wie kann man jetzt hier leicht runter, ne? So, und dann. Ne, gerade so geklappt. Also das mit den Leitern runterklettern, das muss ich nochmal üben. Tür zu. Tür zu. Ja, da war ich ganz stolz drauf. Fußschalter. Die alle funktioniert. Haben alle funktioniert. Nur nichts anpacken, damit es kaputt geht. Was habe ich denn hier? Hier habe ich auch noch mal so eine Art Falle versucht. Irgendwas habe ich mir da auch bei gedacht. Hauptsache gebaut. Da ist auch noch mal ein paar Kisten. Öfen, Werkbank. Sollte der hier stoppen, der Zug? Wahrscheinlich. Ich hoffe, die ganzen Klamotten sind noch richtig eingestellt. Nichts wegnehmen. Fallschaden genommen, etwas? Ja, etwas Fallschaden genommen. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, hier sind ein paar Kühe drin. Ein Schaf, zwei Kühe. Auch zwei Schafe. Hühner. Ja, da hinten, da lassen wir uns mal überraschen, was ich da hinten noch gebaut habe. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Kann sein, dass ich da auch wieder eine Falle gebaut habe. Ich war so ein Fallen-Fan. So, habe ich denn hier kein Tor reingebaut? Ich glaube, früher gab es auch keine Tore. Einfach mal reinhüpfen. Ein Ei.
Eck. Öfen. Snowball. Glas. Feder. Goldene Pick. Slimeball, den packen wir auch mal hier ein. Brauche ich jetzt nicht. Ender Pearls. Weiß gar nicht mehr, wofür das ganze Zeug war, mein Lieben. Hatte hier noch irgendwas drin? Nein. Nein. Brot, was war das denn? Eine Uhr? Was war denn nochmal mit der Uhr? Und der Kompass. Aber ich glaube, da musste man sich für den Kompass jedes Mal eine neue Map oder irgendwas runterladen. Oder für jede Version was Neues machen, glaube ich. Aha, hier habe ich mein Bett. Hier habe ich dann auch ein bisschen was am Angeln gemacht. Was habe ich hier schon wieder gemacht? Katakomben. Ja, klar. Nee, nee. Nicht mit mir jetzt. Keine Katakomben. Hör zu. So, meine lieben Freunde, ich will mal einmal kurz gucken, wie lange wir gemacht haben schon. 43 Minuten. Back to game. Ja, 45 Minuten reichen aber auch. Ja, wie gesagt, ich habe mich hier ganz schön ausgelassen mit dem Bauen. Wir haben noch 3-4 Gebäude, glaube ich, mindestens zum Begutachten, zum Angucken. Wir haben die Bahnstrecke, die wir uns noch ausgiebig angucken werden und testen werden. Ja, gut, ich denke mal, das ist es erstmal gewesen. Okay, war hier draußen noch was, was wir uns auch kurz angucken können? Fußschalter. Schaf will ich jetzt nicht töten, oder was? Nein. Alles gut. Ich tue euch nichts. Na, ich meine, hier schwamm auch irgendwo noch ein Tintenfisch rum. Ich finde das Tor nicht mehr. Ich meine, ich hätte irgendwo ein Tor hier gehabt. Ach, frisst du den Rasen weg? Aha. Ach, hier ist das Tor. Gehst du mal aus dem Weg? Eine Tür habe ich hier reingemacht. Das wusste ich doch. So, raus. Ey, sonst muss ich dich killen. Wenn du mich nicht rauslässt, guck mich nicht so an. Nein. Ich werde mich nicht so allzu lange mit euch beschäftigen. 3-4 Folgen und dann ist hier aber Schluss. Da. Ab Ecke. Ja, schön. Ja, muss ich doch raushüpfen, wenn du mich nicht rauslässt. Hm.
Ja, guten Tag. Die lassen mich nicht raus. Ah, jetzt aber. Ha. Ja, da guckst du, ne, wie ich hier rausgekommen bin, ne? Hier auch was gebaut. Ach, Leute. Was hat er denn hier wieder gebaut? Da geht's hoch. Da ist eine Tür. Ist das eine Falle? Nein, das gucken wir uns jetzt nicht mehr an. Nein, 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 nein. Das sehe ich gar nicht ein. So, da sind wir drin. Und wir gehen hier in meinen Safe-Raum. Nein, doch, da rein. Tür zu. Fertig. Fertig. Ja, ihr merkt, man hat doch schon wieder Lust, irgendwo rumzufummeln und zu gucken und zu machen und zu tun. Wo ging es denn? Ach, hier hatte ich noch einen Raum drüber. Nö, das war das doch. So. Bin schon ganz verwirrt. Da geht es irgendwie runter in die Katakomben. Die müssen wir uns nochmal in Ruhe angucken. Da geht es in die Katakomben. Hier habe ich geangelt. Gut, aber das sollte es erstmal gewesen sein. Liebe Leute, Feierabend. Meine lieben Freunde, ich darf mich von euch verabschieden. Ich sage Tschüss, macht's gut. Habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Und ich gehe davon aus, ihr tut nur Gutes. Und ich bin raus. Tschüss.